Stay here and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Ah, das wird wohl nicht der Dieb sein. Drücke R1, um interaktive Elemente der Spielwelt in deiner Nähe vorzuheben. Diese Funktion hat eine Abklingzeit zur Folge und kann erst danach wieder genutzt werden. Na, dann wollen wir mal. Gescannt. So, dann schauen wir uns mal um. Hier ist dieser Tisch. Und jetzt können wir das wieder gedrückt halten, oder? Ach so, das muss ich inspizieren. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm? The ghost was here, Sherry. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Der Tatort des Diebstahls bei der Seance. Okay, wir müssen auch diese Hinweise noch ranheften, glaube ich. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a poor Larranaga cigar. What else does a gentleman need? Okay, habe ich gemacht. War es das oder nicht? Die anderen Sachen haben wir ja eigentlich schon inspiziert. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a poor Larranaga cigar. What else does a gentleman need? Okay, das lassen wir mal. Jetzt müssen wir in die Optionen und diese. Jetzt muss ich erstmal hier diesen Kram machen. Lord Cravens Aussage, so Hinweis anheften. Oder Lord Craven? Nö. Ja, doch. Wir lassen das mal so. Geister der Vergangenheit. Lady Craven saß gegenüber dem Fenster. Bei der Seance war Lady Cravens Platz am Tisch. Gegenüber dem Fenster, das zum Atrium zeigt. Sperren oder entsperren? Ich will es nicht sperren. Ja. Das haben wir ja auch so gemacht. Und das heißt ja nur, da ist was Neues. Ja, passt schon, ne? So, dann konnten wir sie doch auch scannen. Können wir da ein bisschen britischeres Card? Ja, ja, das hatten wir schon. Kann er mit dem Scan mehr noch herausfinden? Türkischer Bediensteter, freundlich zuvorkommt. Weil wenn die auch hier drinne waren, dann müssen die ja auch angesprochen werden. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Sind gerade Geister zugegen? Ich finde heraus, wer es war. Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Ja, ja, wir werden das, die Aussage Gedankenspiele. Dann red man mit Thank dem. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Mehr nicht? Thank you for helping us resolve the situation, sir. Okay. Oh, I love the ambiance. Nice and creepy. John. Okay. So, jetzt haben wir hier angeheftete Hinweise wieder. Und ja, dieser Kram halt. Fallmappe mal wieder. Wir haben ja das dran. Lady Craven deutete über den Tisch. Lord Craven schlug das Medium. So, da wird jetzt alles gesammelt. Kombiniere Hinweise zu Schlussfolgerungen. Ja. Gedankenspiele. Wie geht das jetzt mit diesen Gedankenspielen? Gedankenspiele. Bei deinen Ermittlungen zu Fällen der Kategorie Meine Geschichte erhältst du Hinweise, die du mit den Gedankenspielen interpretieren musst. Dieses Symbol wird im Interface angezeigt, wenn du Gedankenspiele durchführen kannst. Drücke, um in die Fallmatte anschließend zu den Gedankenspielen zu wechseln. Klicke im Gedankenspielefenster auf den relevanten Fall, um ihn auszuwählen. Nun gelangst du in das Hinweis-Interface. Ja, habe ich ja gemacht.
Mehr ist da ja jetzt auch eigentlich gar nicht mehr gekommen. Deswegen so Hinweis rangeheftet. Aber mehr auch nicht. Mehr auch irgendwie nicht. Ist jetzt hier irgendwas, was ich übersehen habe? Ach so, es ist noch nicht richtig Schlussfolgerung. Ja. Also da kriegt er nicht. Lord Crane deutet, wenn es ja so. Kann ich das nicht irgendwie. Nee, ich will. Weiß ich nicht. Will jetzt durch diese Schlussfolgerung neue Erkenntnisse irgendwie bekommen. Weiß nicht wie. Da das aufblinkt, weiß ich nicht, was er will. Kann man da noch mehr rausfinden? Nee. Also das können wir nicht. Können wir mit ihr nochmal reden? Sie ist aber echt ein bisschen arg sensibel, oder? Naja, gut. Können wir sie nochmal irgendwie ein bisschen genauer angucken? Das ist mir alles irgendwie komisch. Muss einfach auch noch mehr reden mit den Leuten. Ja, ich bin ja dabei. Also ich muss irgendwas hier kombinieren können in diesen Gedankenspielen. Sperren oder entsperren? Das ist merkwürdig. Warum sollte ich einen Gedanken sperren? Das verstehe ich gerade noch nicht. Wenn ich jetzt irgendwie. Also heißt das, ich kann mich für was entscheiden? Lady Craven saß gegenüber dem Fenster. Lady Craven deutete über den Tisch. Lord Craven schlug das Medium. Aber es sind doch alles Dinge. Bei der Seance war Lady Cravens Platz am Tisch gegenüber dem Fenster, das zum Atrium zeigt. Lady Craven deutete über den Seance-Tisch auf etwas, begann zu schreien. Als Lord Craven den Diamantendiebstahl bemerkte, schlug er dem Medium Luca Galici ins Gesicht. Nunu? Deinen aktuellen Fall auswählen. Mit relevanten Hinweis kombinieren. Einen Hinweis auswählen oder sperren. Neuen Hinweis in Fallmap enthalten. Neue Schlussfolgerung ziehen. Ich glaube, das hat er jetzt da schon reingebracht, oder? Oder? Also, wenn man dieses Kritzeln hört, dann geht er hier in die Fallmappe und dann geht es hier nämlich weiter. Der Tatort des Diebstahls bei der Seance. In der Mitte, genau, befindet sich ein Tisch, der die Seance abgehoben. Am Platz unweit der Tür befinden sich ein halbleeres Whiskyglas und die Überreste einer Zigarette. Am Platz gegenüber dem Fenster liegt ein umgeschüttetes, kaputtes Weinglas. Lady Craven ist nicht vollständig bei Bewusstsein, scheint aber unversehrt zu sein. Nachdem sie sich ausgeruht hat, dürfte ich mich mit ihr unterhalten können. Aha. So, dann Hinweis anheften. Oder so. Aber die Gedankenspiele, die blinken immer noch. Das meine ich doch. Verstehe. Ja. Sie ist halt eine Lady. Ja, echt. Oh. Mit ihm brauchen wir nicht reden. Was habe ich denn da jetzt noch nicht richtig kombiniert? Oder habe ich hier beim Tisch noch nicht alles? Guck mal, es sind ja auch nur 3 von 5. Das heißt, hier fehlt was. Aber hier will er irgendwie Doch, jetzt haben wir es. Okay, das habe ich ein Tisch. Ja. Das hat uns eigentlich noch gefehlt, aber das ist auch immer noch nicht alles, ne?
Wir gehen mal überall hier lang. Das hatten wir schon. Halterung für ovalen Gegenstand. Kann ich das noch genauer oder so? Was will er denn jetzt hier noch? Bestimmt nur so eine Kleinigkeit, irgendwie ein abgebrochenes Stück Holz am Stuhl. Oder einen Tintenfleck auf einem Jackett. Aber es geht ja nur um den Tisch hier gerade, deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Und ich bin irritiert, dass jetzt diese Sachen aufploppen. Und ich das hier vor allem nicht genauer inspizieren kann. Das verstehe ich nicht. Weil wenn es gelb ist, ist es ja immer noch nicht angeguckt worden. Guck mal hier. Hier. Der Schmetterling. Yeah, ich habe den Schmetterling. Der Schmetterling war's. Hoho, es war der Schmetterling. Na, jetzt aber. Ah, jetzt kann ich diese auch kombinieren, diese Scheiße. Oh. Ganz halt irgendwas kombiniert, was wohl keinen Sinn machte. So, jetzt mach mal Schlussfolgerungen. Oder so. Das Medium Luca Galici ist im Besitz einer Brosche mit einem Mottenmotiv. Toll. Was kann er daraus denn jetzt schließen? Und das mit dem Sperren und Entsperren schnalle ich halt auch noch nicht. Aber gut. Mich irritiert das, dass das halt das Ausrufezeichen da ist, obwohl ich mir denke, ich habe das hier alles schon gelesen. Ja, es ist echt kompliziert, oder? Also leicht reinkommen in das Spiel tut man nicht gerade. Aber es ist interessant. Aber ich glaube, ich brauche eine Weile, um das so richtig zu verinnerlichen. Sherry muss von den Strapazen reiten mühsam. Anders kann ich mir Scheitern beim Spiel nicht erklären. Manchmal glaube ich wirklich, dass Sherry sich nicht irren kann. Ich bin stolz, an seiner Seite zu sein. Ja. Ich habe jetzt die Hinweise zurückgenommen. Genug Hinweise gefunden, um zu Schlussfolgern. Öffne mit On die Fallmappe und navigiere zum Punkt Gedankenspiel. Im folgenden Bildschirm kannst du erhalten, also paarweise zusammensetzen, so Schlussfolgerung herleiten. Irgendwas habe ich da noch nicht richtig kombiniert, Sherlock. Kombiniere. Ich mache nochmal die Hilfe an. Deinen aktuellen Fall auswählen, habe ich ja. Einen Hinweis auswählen. Mit relevantem Hinweis kombinieren. Also wir müssen irgendwie was kombinieren jetzt. Und ich glaube, das ist nicht so ein Sperren, das ist eher wie so eine Art Auswählen, oder? Also, sie deutet auf den Tisch. Was können wir jetzt kombinieren? Wenn ich jetzt die beiden... Als Lord Craven den Diamantendiebisch bemerkte, schlug er dem Medium Luca Galici ins Gesicht. Schlussfolgerung. Ja. Gut. bei der Seance war Lady Craven Platz am Tisch gegen den Fenster, das zum Atrium zeigt. Das nehme ich. Oder ich... Okay, zwei kann ich nicht sperren. Das sperre ich. Und zusammen... Das klappt gut. Weil ich da hinten, also hier so raufgehe, dann wähle ich sie ja nicht aus. Das ist halt ein bisschen kacke gerade. Recht kompliziertes Spiel. Also, Janus, du bist doch ein Fuchs. Ich weiß doch, dass du das sowas gut kannst. Also ich kann mir gut vorstellen, so... Jetzt nehme ich, ich will ja die Mottenbrosche und ich, was anderes, weil das war jetzt rot und das finde ich halt komisch. Guck mal, hier wird es nämlich rot, bei den anderen nicht. Da ist irgendwas, aber wenn ich jetzt einfach nur Dreieck drücke für Schlussfolgern. Da ist irgendwas im Busch. Mit dem. Bestimmt muss irgendwie einen Hinweis geben. Es wird bestimmt auch sagen, oder? Ja, denke ich mal halt auch. Wir müssen einfach noch mal ein bisschen... ne? Ja.
Gegend abscannen oder was? Keine Ahnung. Kann man die nicht auch so ranzoomen? Klick. Jetzt mal so ein paar Fotos machen vom Tatort. Oh Mann, ich weiß auch nicht. Rausgehen will ich ja nicht. Es war bestimmt der Diener hier, der hat einfach den Diamanten geklaut. Weiß das doch. Einen Fall auswählen, einen Hinweis auswählen. Das tut man ja anscheinend dann doch mit diesem Schloss, mit relevanten Hinweis kombinieren. Neuen Hinweis in Fallmappe erhalten. Neue Schlussfolgerung ziehen. Und da ist ja auch schon ein Ausruf sein. Für die Schlüsse Interpretation auswählen. Logische Ungereimtheiten beseitigen. Schlussfolgerung bilden, vermuteten Hergang. Verdächtiger kristallisiert sich heraus. Gedankenspiele sind nicht im Stein gemeißelt. Du kannst jede Entscheidung später ändern. Ah ja. Als hätte ich irgendwie alles schon ausprobiert. Aber anscheinend habe ich noch nicht alles ausprobiert, ne? Man soll die ja anklicken und Schlussfolgerungen ziehen. Also das bringt schon mal nichts. Das ist halt mit dem gut. Mit dem auch nicht. Und hier hast du halt in zwei Richtungen was Rotes, aber das habe ich jetzt auch schon 100 Mal irgendwie kombiniert. Ja. Craven saß gegenüber dem Fenster, so wie Lady Craven deutete über den Tisch. Ach, echt? Augenzeuge im Atrium. Lady Craven deutet zum Fenster. Ich bin mir sicher, dass sie während der Seance jemanden im Atrium sah. Ja, okay, wow. So, das ist jetzt in der Fallmappe. Da ist jetzt was Neues. Jemand im Atrium. So, Hinweis anheften. Lady Craven muss jemand draußen vor dem Fenster gesehen haben, da sie über den Tisch hinweg auf das Fenster zeigt. Also nicht nur Sachen, die rot sind, ne? Bin mir sicher, dass ich während der Seance jemand im Atrium erzeuge und ein Komplize. Ich sollte mich dort noch etwegen Spuren umsehen. Danke. Vielleicht können wir mit ihm reden. Es geht ja jetzt ums Fenster. Sie hat da jemanden gesehen. Können wir auch rausgehen oder dürfen wir nicht rausgehen? Ach doch, wir dürfen sogar rausgehen. Ja, cool. Frischer Kratzer, feststeckendes Objekt. Was haben wir denn hier? Aha, jetzt kommen wir weiter. Wie schön das aussieht. Wie schön das einfach ist hier mit diesem Pool. Angie, der alte Mann scheint die Lage nicht mehr im Griff zu haben. Seinen Bienenstöcken wird der gute Honig weggenommen und eine Biene nach der anderen geht ein. Ich glaube nicht, dass noch mit viel Honig zu rechnen ist, wenn wir beim Schwarm bleiben. Du verstehst, was ich meine. Treffen wir uns um 12 Uhr an den Docks. Wir ziehen das gemeinsam durch. Mhm. Was ist das für eine Nachricht? Und wer ist dieser Typ? Schottischer Tourist, freundlich aufmerksam. Na dann. Wer war denn hier? Ein Hotelgast hatte im Atrium ein Dienstmädchen bei der Arbeit gesehen. Er hatte beobachtet, wie die Frau das Atrium eilig verlassen hatte, nachdem aus dem Seancezimmer ein Schrei zu hören gewesen war. Ja? Gut. Oh, irgendwie ist der GameStop weg. Ich dachte, ich sag mal Bescheid. Huch. Wieso ist denn der GameStop weg? Wie kann der überhaupt weg sein? So, ich habe jetzt einfach nochmal rein rausgeklickt. Ich glaube, die Elgato ist einmal abgeschmiert. So, jetzt habt ihr den Ton. Vielen Dank fürs Bescheid sagen. Aber. May I ask for your assistance? I can't help you with that, sir. Gut, vielleicht mal den Pool scannen. Das würde mich nicht wundern, wenn hier auch was wäre. Hm.
Wir können auch noch ein bisschen hier gucken. Warum stockt das denn hier so komisch? Also nicht das Spiel, sondern als ob er einem was sagen will. Da ist was. Guck mal, wie weit wir doch schauen müssen jetzt, um fündig zu werden. Da ist der Schuh. Size 4 with a broken heel. Größe 4. Alles klar. Das haben wir. Ja, möchtest du es irgendwie festhalten? Size 4 with a broken... Haben wir hoffentlich festgehalten. Dann gehe ich mal hier durch. Schwedischer Bediensteter, wohlgesonnen, nostalgisch. Können wir mit ihm sprechen? Are you able to help me? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Okay, der will uns nicht helfen. Also, wir suchen Hinweise wegen diesem Dienstmädchen. Dann fragen wir doch mal unsere Kleine hier. Sir, I don't know. Try asking someone else. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Irische Köchin, genau, die hatten wir von Anfang an gescannt. Aber sie will uns nicht helfen. Dabei hat sie doch bestimmt was gesehen. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Auch bei uns bist du auch in guten Händen. Wir sind nur ein bisschen doof, was die Steuerung angeht. May I ask you something? I can't help you with that, sir. Es muss ja jemand gesehen haben, wie sie ja eilig rausgerannt ist. Vielleicht ist sie ja ganz rausgerannt. Liegt da was? Komische Bälle. Ich habe zwar gescannt, aber jetzt muss ich wieder kurz warten, bis ich wieder scannen kann. Ich mache das mal so von hier. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Dann gehe ich wieder zurück. Die helfen uns doch sowieso nie. Could you help me? I can't help you with that, sir. Nee, ich kann dir nicht helfen. May I ask for your assistance? I can't help you, friend. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people? Isn't life too short to remain sober? Ja, ja, er zieht uns schon damit auf, der John, dass wir hier die ganze Zeit die Leute fragen, aber... Jemand muss doch was gesehen haben. Ja, der will ja auch nie helfen. Guck mal, die ist doch neu hier. Die saß da vorher noch nicht. May I ask you something? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. Und er? May I ask for your assistance? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking about what? Achso, sollen wir uns verkleiden, um jetzt mehr herauszufinden? Das ist natürlich spannend. Nachricht eines Bienenverschwörers. Ja, das hatten wir jetzt schon rausgewühlt. Garderobe. Was kann ich denn jetzt, also, was kann ich denn jetzt hier tun? Keine Kopf... Deckung. Ich weiß ja nicht, wie man hier... Kein Bart. Keine Schminke. Johns Lieblingsanzug. Wenn ich jetzt... Also müssen wir diese Sachen noch sammeln oder soll er sich verkleiden, damit die Leute mehr mit ihm reden? Aber das ist ja auch irgendwie Quatsch, oder? So, das habe ich gesehen. Ja, danke. Fallmappe ist noch dran. Und der Hinweis ist noch drin. Wir müssen einfach ein bisschen genauer gucken, würde ich sagen. Vielleicht ist sie auf irgendein Zimmer gegangen. May I ask for your assistance?
I can't help you with that, sir. Ich weiß es halt nicht. Those are the sharp eyes of a man with a bright mind. Almost like mine. Whoa, what a breathtaking man. Jetzt haben wir uns hier ein Gemälde angeschaut. Hilft uns das irgendwie weiter? So, da ist zu. Ach, vielleicht können wir das Dienstmädchen fragen. Du bist es doch. Help me, please. I would never refuse a nobleman. But I know nothing, sir. Sie weiß nichts. Wer ist sie denn? Kenianische Dienstmagd, ehemalige Sängerin Wohlgesonnen. Irgendjemand von denen? Excuse me, just one question. I can't help you with that, sir. Niemand, der uns helfen kann. Und auch nicht das Dienst. Auf das Dienstmädchen hätte ich jetzt getippt irgendwie, aber das war es auch nicht. Muss halt eher einen Hinweis noch geben, wo sie langgelaufen ist, ne? Aber. Aber man sieht jetzt auch keine Spuren in dem Sinne. Kann ja überall hingelaufen sein. Was ist mit meinem eigenen Zimmer? Das wäre natürlich auch krass. Aber hier ist noch ein Bild. This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Gucken uns hier irgendwie die Bilder alle an. With skills like that, this biblical lady could get a job in Scotland Yard. Habt ihr irgendwas gesehen? Could you help me? I'm so sorry. I can't help you, sir. Es wäre halt krass, wenn halt doch irgendwo mal was auftaucht. Ah, da ist noch was. Werter James, ich habe Ihre Abhandlung über den bionomischen Lehrsatz mit großem Interesse gelesen, obschon sich mir der Inhalt in Teilen nicht ganz erschlossen hat. So konnte ich dennoch feststellen, dass Sie mit großem Eifer geforscht haben. Ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, Ihr Werk alsbald veröffentlichen zu lassen, da die Welt gewiss einen enorm praktischen Nutzen aus Ihrer Methode ziehen wird. Hochachtungsvoll, Professor Gilbert. Mhm. Alles klar. Naja, immerhin einen Brief gefunden. Dadurch, dass wir hier rumgegurkt sind, geht es hier auf? Nein. Hier klappern die Türen so und denke ich, man kann doch durch. Okay. Es liegt hier noch was? Are you able to help me? I can't help you, friend. Ich muss irgendwas durch den Scan beobachten, was wir noch nicht entdeckt haben, ne? Und das ist dann halt auch die Spur. Spuren, denen ich folgen kann. Und wenn das noch nicht alles war, vielleicht ist der Schuh nicht genug. Und dann gehe ich über die Spuren weg und dann vibriert es nämlich bei mir so komisch. Ach, da ist noch ein Hinweis. Rose de Moore. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless... No, what a shame. Okay. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Jetzt haben wir's. Are you able to help me? Oh yes, I can tell you everything, sir. Ah, jetzt kann sie auf einmal alles nämlich sagen. Das Personal sagte, dass das Dienstmädchen Lucia von ihrem Vorgesetzten zurechtgewiesen worden war, weil sie im Dienst ihre eigenen Schuhe trug. Sie dürfte oben bei den Gemälden zu finden sein, wo sie gerade putzt. Ach was, okay. Ey, das alles nur wegen dieser Rose, die ich auf dem Schuh nicht gesehen habe, ne? Uiuiui. Could you help me? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Und sie hieß ja bei den Gemälden. Wer putzt denn hier bei den Gemälden? Deswegen können wir uns auch die Gemälde überhaupt angucken. Das macht jetzt halt auch Sinn. Guck mal, die ist das. Wir haben sie. Äthiopische Bedienste, Schuhgröße 4. Freundlich. Tada! Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towel? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you?
Ich muss ein Verbrechen auflehnen. Ich bin Schriftsteller. Wir sind mal ehrlich. A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Hmm. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss... Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? Hmm. It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes. She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. Was ist ein Ding eingeschüchtert? Schön, war das wirklich nötig? Ja, es war nötig. Das war schon schwer. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Das war halt wirklich nur diese Kleinigkeit, ne? So, wir müssen also wieder da zurück, wie es scheint. Ich sehe schon da unten die Wahrsagerkugel leuchten. Gehen wir da mal hin. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Jetzt ist sie auf einmal aufgestanden und weggegangen. Okay. So, jetzt bin ich hier. Mit genügend Hinweisen kann Sherlock Ereignisse aus der Vergangenheit rekonstruieren. Interagiere mit dem wirbelnden Symbol in der Spielewelt, um zu beginnen. Rekonstruiere dann den genauen Hergang. In diesem Fall musst du versuchen, die Seance-Teilnehmer richtig zu positionieren. Ja. Mach das. Muss ich das hier irgendwie... Weiß ich nicht, wie rekonstruiere ich denn? Muss ich mich konzentrieren? Muss ich das hier irgendwie... anklicken. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht was. Ja, wir sind drinne im Gedankenpalast. Vor. Also der holt ja jetzt erstmal die Sachen rein, die passiert sind. Müssen wir nur noch die Reihenfolge. Sie sieht etwas. Und dann er und dann er. Ja, das passt so, aber sie muss ja erstmal die sehen. Also zurück. Zurück. Genau, das war zuerst. Also als allererstes ist ja... Also ist auch eine komische Animation, muss ich sagen. Sie sieht da draußen jemanden. Also es geht jetzt wirklich nur um diese Person hier, ne? Sie erschreckt sich und sagt, oh, da ist etwas. Daraufhin wird er irgendwie... So... Weiß ich nicht.
Jetzt habe ich hier überall die Frau sitzen. Und es hieß doch auch gegenüber dem Fenster. Das heißt, sie muss ja auf jeden Fall da sitzen. Ich glaube, es geht jetzt erstmal nur um die Personen, die da sitzen, ne? So. So, und du? Ich glaube, es ist genau andersrum. So. Und da sitzt... Nein. Ah, jetzt habe ich es verwechselt. So. Und du... So. Nein. So. Jetzt habe ich's. Mach mal. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing! It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Alles klar, 226, also das hat jedenfalls ganz gut geklappt jetzt mal, ausnahmsweise. Weil ich habe halt erstmal, also aus anderen Spielen kenne ich das halt so mit diesem Rekonstruieren, dass es halt auch eher darum geht, was sie machen. Und ich sollte jetzt eigentlich nur sagen, wer wo sitzt. Mit welcher Bewegung, die schon vorgefertigt ist, aber gut. Egal. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Haben wir hier die Zahlen? 227, 226. Lady Craven is not... Oh. Ja, ja, redet ruhig weiter. Ich habe gar nichts gehört. Klatsch und Tratsch kann dich bei deinem aktuellen Fall aus der Sackgasse führen oder dir sogar zu einem neuen Fall verhelfen. Nutze daher jede Gelegenheit, um Leute zu belauschen. Halte X gedrückt, sobald du ein Ohrsymbol siehst und versuche, die relevanten Gesprächsinhalte herauszufinden. Und jetzt haben die aufgehört zu quatschen. Lady Craven is... Auf welche Weise hat Lady Craven bei den Dienstmädchen Verdacht erregt? Küchenchef stiehlt Essen. Preise steigen wieder. Machte Ehemann betrunken. Sohn hat schlechten Umgang. Kann nicht mit Fischmesser umgehen. Viele Gäste diesen Sommer. Wirkte angespannt. Huch! Was war das? Lady Craven is not who she's... Starten. Nein. Kann ich mit Fischmesser umgehen. Nach unten verwerfen, nach oben über... Ach so, warte mal. Das... Ja, checke ich ja jetzt erst. Warte mal. Ja, ja, ihr redet mal weiter, ihr zwei Drahtstanden. Lady Craven? Auf welche Weise hat Lady Craven... Verdacht. Starten. Also, jetzt nichts aus Versehen drücken. Ich habe halt einfach gedrückt. Nach oben. Preise steigen. Nee. Viele Gäste diesen Sommer? Nee. Machte Ehemann betrunken? Nee. Sohn hat schlechten... Nee. Also entweder das mit dem Ehemann betrunken und so, oder das mit dem Sohn. Lady Craven? Versuchen wir es mal. Nochmal. Ich mach das mal mit dem Mann. Nee. Nee. Ja. Das nehmen wir jetzt mal. Sohn hat schlechten Umgang? Ja. Preise steigen wieder. Wirkt angespannt, ja. Kann ich mit Fischmesser umgehen? Nee. Nee. Aber das war schon besser als vorher. Ich muss das mal ein bisschen üben. Lady Craven? Dann sind das viele Sachen, die man sich hier neu aneignen muss bei dem Spiel. Mein lieber Schwan. Janus sagt Fischmesser nehmen. Okay, wir nehmen jetzt mal das Fischmesser. Fischmesser. Angespannt. No. No. Ja, exakt, Fischmesser. War auch das Einzige, was noch übrig blieb. Augen und Ohren überall. Okay, die Trophäe könnt ihr euch auch sparen. Richtig verkackt. Ich hörte mit an, wie zwei Hotelbedienste über Lady Craven redeten. Sie spekulierten darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. In Beobachtungsfolge hatte sie am Abend angespannt gewirkt und versucht, Lord Craven betrunken zu machen. Sie hatten zudem bemerkt, dass die Lady nicht mit einem Fischmesser umzugehen wusste. Na, sowas. Die Lady.
Tja, gehen wir mal rein, ne? Endlich. Ich bin richtig schlechter Sherlock. Wie ich ihn so cool finde. Alter. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the séance room until the servants locked up Mr. Galici, the medium. War Emma bei Ihnen? Jetzt wird's and spannend. Was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Wo ist das Medium gerade? Is Mr. Galici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Wohin sind Sie dann gegangen? Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. Was haben Sie als nächstes getan? So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Ich bin so ein bisschen unschlüssig, was den John hier auch angeht, der immer bei uns ist. Irgendwie. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Warum ist er denn immer irgendwie dabei und irgendwie auch nicht? So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Das ist doch sein imaginärer Freund, oder?